Alles klar, das hätte ich nie bedacht. Genau, du hast in dem Game tatsächlich 30 Tage Zeit, egal, oder halt wie hoch du den Kometen einstellst. Du kannst ihn ja manuell noch umschreiben. Ach so. Aber dennoch hast du halt nur so viel Tage Zeit, wie du ihn einträgst. Und auch die Pflanzen und so, die verderben dir halt auch alles. Und ob den Server stoppst oder nicht. Gehen? Ja, können wir machen. Okay, da werden bestimmt ein paar sein, aber egal. Hier einfach wegkratzen alles. Na, ich gehe oben auf die Türmchen, die du da siehst. Da ist immer recht gutes Loot gewesen. Sonst in der Halle unten ist auch noch gutes Loot, aber ich denke nicht, dass wir... Sind bei dir noch links welche? Ich sehe bei mir nämlich gerade keinen. Ich sehe auch nichts, aber das heißt ja nicht viel bei PUBG. Das stimmt, weil so... Nee, zwischen uns ist noch jemand, der geht direkt runter. Okay, so wo wolltest du jetzt hin? Gleich hier links ich vorne? Ich gehe oben auf diese Öltürme, also diese Silos. Okay. Okay, der springt hier vorbei. Und in der Halle hier unten ist eigentlich auch nochmal geiles Zeug. In der roten Backsteinhalle, aber da wird sich auch meistens also gerne mal geprügelt. Aber hier sehe ich jetzt keiner, so gehe ich runter zur Hütte. Alles klar. Das sind so in Einzelner hier nur, ne? Ja, das auch. Ja gut, das Moondai. Ich habe gestern übrigens eine Runde Just for Fun Solo Squad gespielt und bin Zweiter geworden. Krass. Zwar nur mit einem Kill, aber ist ja egal. Ist erstmal nicht so wild, ne? Richtig. Der fährt direkt mit der Karre weg, der Typ. Krass, Vorsicht, vielleicht kommt er zu dir. Ja. Hier ist einer bei mir drin. Wie kann hier einer drin sein? Lockt ich bin tot. Raus. Ich bin tot. Gleich. Eben sein Mate kommt gerade auf mich zu. Ja, warte. Renn hoch, ich schieß. Hat mit der AK ein bisschen geholzt. Okay. Gut. Der hat bist du auf dem Damm? Ich bin erstmal den Hügel hochgekommen, ja, an der Stelle, wo der mit seinem Wagen garantiert nicht hinkommt. Alles klar, gut. Wo kam der denn her? Ich habe bei mir keinen Fallschirm gesehen, nichts. Ich bin ja sogar nochmal eine Runde rumgedreht. Der fährt da gerade hoch, oder? Ja, der kommt hier hoch. Was macht denn der? Keine Ahnung. Trollen? Ja, wahrscheinlich. Das hat mich mal einer bei PUBG gefragt, weil ich so beschissen war. Ob du nur trollen willst? Ja. Der ist jetzt angehalten. Ja, der wird unten bei seinem Mate jetzt sein, vermutlich, oder? Kann sein. Sein Mate hat eine Winchester. Alles klar, ich habe einen Zweierscope gefunden. Ey. Oh. Ach, guten Abend, Brickard. Wir fahren weiter. Ja. Ich hab einen Helm, habe ich jetzt endlich. Guck mal, in welche Richtung. Die fahren in die Stadt. Ja. Guck mal, ob du da oben noch was findest. Die zwei im Auto, die fahren Richtung Stadt. Ja, eine Pumpgun. Warte, ich gehe zum Stadion. Die fahren weiter. Angst gekriegt. Alles klar, die hauen ab. Gut, ich komme mit zu dir runter. Ja, dann loot ich meine Standardhallen. Hier bin ich tatsächlich eher selten. Aua, der tat weh. Kommt man hier runter vernünftig? Jein. Du musst ein bisschen gucken, wo. Okay. Lul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 
eine, hab vergessen, wie der Name heißt, eine Scar, aber ich kann sie nicht mitnehmen. Ja, ich komme. Hier ist nichts mehr drin. Und hier ist noch eine Zweierweste. Ich markiere dir mal wo. Ja, bin auf dem Weg. Guti, dann gehe ich gleich zum nächsten. Achso, ich habe jetzt wieder einen falschen Monitor-Modus. Lalala. Das ist schön. Also ich bin ja gegen Gaming-Peripherie, weil ich das immer für Geldmacher halte. Mhm. Oftmals. Aber ich muss sagen, die Möglichkeit, seinen Monitor so ultra hell zu stellen, wie ich das gerade kann, ist schon ein gewisser Luxus. Ja. Weil du siehst einfach echt viel mehr. Was normal, was die Leute sonst über Reshade gemacht haben, macht einfach der Monitor von sich aus. Keine Ahnung, hab Reshade nie benutzt. Ja. Bis jetzt komme ich ganz gut so klar. Du kannst halt mit den Shadern schön viel rumspielen, ne? Ja. Und ein bisschen was hier, ein bisschen heller und da ein bisschen was drehen. Und was ganz gut helfen soll, sind diese Gaming-Brillen, diese Orangen. Okay. Die sollen ziemlich gut sein. Noch nie drüber nachgedacht. Also hier liegen noch zwei Rucksäcke und sowas. Hab ich die Skava wo in diesem Komplex? Auf dem Dach, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Weil Dalokat kennst du sicherlich doch auch, oder? Jo. Der trägt ja auch so eine. Okay. Ein Dach ist nix. Da müsste eine gelegen haben. Na klar. Warte mal. Wo bist denn du? Auf dem grauen Betondach ganz oben, das oberste Dach. Bin ich. Da lag gerade eben noch eine. Da lag ein Extended Mac für MP. Und da lag eigentlich auch eine Scar. Nee, ach, drinne. Hast du gleich ein bisschen Muni dann dafür? Ach so, okay. Nicht viel, aber ein bisschen. Ja, besser als null. Ja. Guck mal noch die anderen Hallen auf dem Weg durch. Zum Beispiel links von dir noch die rote Backsteinhalle. Ach, da hinten warst du nicht? Nee, da war ich nicht drin. Okay. Wir haben ja gerade die komfortable Situation, dass wir einfach rumhocken und looten können, ne? Ja. Dann nutzen wir das doch einfach mal kurz aus. Oh ja, Pfeile. Geil. Pfeile? Aber, ach, warst du doch bei der Runde warst du dabei, oder? Wo ich den Typen mit dem Pfeil umgeholzt habe? Da bin ich gleich direkt erstmal gestorben. Ah, stimmt. Du hast ja gesagt, habe ich keinen Bock drauf. Genau. Ich ging ja runter zu dem und habe nicht dran gedacht, dass ich keine Weste trage. Gibst du, du hast keinen Bock mit uns unter 200 Stunden Leuten zu spielen. Genau. Deswegen habe ich auch gerade gefragt, ne? Ja, Lobobs. Ja, na klar. Das ist Verschleierungstaktik. Genau. Eine ganz schlaue sogar. Und eigentlich gehofft, dass du Nein sagst, ne? Ja, ne, es geht mir nur so. Also das mache ich mit den Leuten, die bloß 100 Spielstunden haben. Was haben wir denn hier? Hallöchen. Also jetzt habe ich kein Problem mit dir Munition zu geben. Finde ich gut. Bis jetzt hätte ich eine AK bloß zum Rumschießen. Ja, ich habe auch noch Munition für die Acken. Nee, brauche ich nicht. Die will ich ja eigentlich schnellstmöglich wieder loswerden. Das verstehe ich. Wir sind immer noch Zonenkinder. Also ich sowieso. Ach, warte mal, du doch auch, oder? Klar. Ursprünglich? Geronimo! Warte mal, warst du hier an der Metall, der Betonhalle hier, wo ich jetzt laufe? Ja, da war ich auch. Gut. Die nehme ich immer direkt mit, wenn ich es hinkriege. Kann ich verstehen. Dann Chizzy SKS, nehme ich die Mini. Warte, die SKS, die hole ich mir dann. Warte mal, ja. Dann bin ich schon mal die Acken los. Und du willst echt eine SKS haben? Ja. Okay. Sag mal, hast du dann vielleicht noch einen Scope über? Ja, hab ich doch gesagt, ich hab doch das Vierer. Ja, nee, dann vielleicht, weil du ja jetzt zwei Waffen hast, auf die das Scope passt. Nee. In welche Etage? Warte, nee, unten hier. Da. Hier im Klo. Da, wo sie hingehört. Da, wo sie hingehört. Möchtest du das Vierer vielleicht mal haben, mir so abnehmen? Ja. Oh. Warte mal kurz. La 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 la. Hä?
Du wolltest mir auch noch 5er Muni geben, ne? Ja, ja, wo ist denn das Vieroskop? Ja, hier, in meiner Tasche. Hm, ja, zeig mal. Und ein Holo hätte ich noch zum Abgeben. Und sowas hier. Das habe ich. Und da hast du. Super. Ich habe jetzt nämlich eine M4. Ist das draußen oder höre ich hier ein Auto fahren? Also draußen bei mir oder hast du das auch gehört? Ich habe nichts gehört, aber ich hatte eben schon mal gedacht, ich hätte was gehört. Warte mal, hier war ich doch schon. Flugzeug? Ich finde schön, wie sie das wieder kaputt gepatcht haben, dass der Drop wieder außerhalb der weißen Linien landet. Ah, scheiße. Der ist recht weit weg. Guck mal. Leuchten ein Auto. Ja, hier ist eine Zweierweste. Zweierweste hast du mir vorhin schon mal gesagt. Ein Zweierhelm wäre nett. Ach so. Okay, nee, den habe ich nur auf dem Kopf. Tut mir leid. Den musst du mir schon runterschießen. Ich weiß, deine Frau würde das tun, wenn ich ihr das Angebot unterbreiten würde. Ja. Wobei, für ein Zweierhelm würde ich es noch nicht machen. Dreier? Nein, nein, nein! Au! Hast du Boost? Ja, ja, nee, das habe ich ja vorhin schon abgezogen gekriegt. Oh no. Gut. Dumm gelaufen. Ich gehe nochmal in die Butzen hier. Mal gucken, wie spät es ist. Ein bisschen Auge drauf kommt. 19:30, okay. Eine Runde sollten wir schaffen, also. Ja, ja. Notfalls. Ich habe noch Granaten. Der typische Selbstmord. Yo. I am a suicide bomber. Er muss aber auch in jemanden reinrennen. Ja, das wäre so der letzte verzweifelte Versuch. Vielleicht klappt's ja. Wir müssen weiter. Okay, nee, warte mal. Nee, wir sind in der Zone. Immer noch nicht. Ist das geil. Ja, weil er gesagt hat, weiter zum auf dem... Ja, ja, das sagt er ja immer, aber ich war gerade davon irritiert. Sehr schön. Hier liegt auch noch einer. Hab jetzt einen auf dem Kopf. Okay, sehr geil, wenn man die zerstören könnte. Naja, von der Theorie her geht das. Nein, du schießt mich nicht auf den Kopf. Das ist ein nettes Angebot. Vielen Dank, aber nein. Achso, ich habe hier noch den Mündungsfeuerdämpfer jetzt gefunden. Mündungsfeuerdämpfer? Ja, für meine M416. Ey, mach auf. Ich hätte gern noch einen Charlie. Hier liegt da bestimmt irgendwo einer rum. Wir haben bloß übersehen. Garantiert. Ja, einen Charlie hätte ich durchaus auch gern. Oder einen Kompensator. Ah, ich mag den Charlie. Ich mag dieses... Ich weiß nicht, wo ich... Das kommt meinem aktuellen Skill sehr entgegen. Ja, ich meine, am schlimmsten ist es eigentlich, wenn du UMP mit Viererscope und Charlie hast. Den hörst du nicht, wo der herkommt. Okay. Ich mag die UMP nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich inzwischen, bin echt so der AR-Typ. Ja, inzwischen mag ich die UMP auch nicht mehr so wirklich, aber ich wurde schon so oft in letzter Zeit von der UMP gekillt am Ende, wo ich einfach nicht wusste, wo die Schüsse herkamen. Hm, na gut, das ist dann was anderes. Weil das Ding ist... Da würde ich die auch nicht mehr mögen. Das Ding ist genauso leise wie eine VSS, macht halt bloß mehr Schaden und ist genauer. Okay. Ja. Ach, hier waren wir... Nee, waren wir hier? Nimm den Energy Drink mit. Was für ein Ding? Er hat den Energy Drink nicht nehmen wollen. Trottel. Hier sehe ich auch so. Was für ein Arschloch. Okay. Find aber sonst nur was Schrott. Dabei ist Monte Nuevo gar nicht so schlecht an sich. Du hast ja echt schon alles durchsucht hier, ja? Keine Ahnung, bestimmt. Aber hier warst du noch nicht. Komm mal schnell her, bitte. Ja. In case you need some... Ja, nimm den kurzen Weg. In case you need some Munition. Ja, das hättest einfach eher, alles. Das hättest du eher sagen sollen, da ist schon kein Platz mehr. Alles klar, dann nehme ich den Rest. 280 Schuss sollten theoretisch reichen. Ne, dann nehme ich den Rest. Ist vollkommen okay, kann ich nicht mitleben. Oh, ja, taktischer Schaft. Du brauchst nicht zufällig Energy Drinks. Ich nehme. Also so ist es nicht. Ich habe 7 Stück. Wie viele hast du denn? 5.
Ja, lohnt sich. Dann gebe ich dir mal also noch einen, dann haben wir gleich vier. Danke. Mensch, meiner. So, brauchst du noch einen vertikalen Handgriff oder sowas? Habe ich an beiden dran. Okay. Oh, ich habe wieder 7 Boosts. Alter. Wenn ich was finde, sind es Energy Drinks. Na, das finde ich grund... Brauchst du das? Ja, hier ist keiner. Gut. Es sind auch noch 35 Mann bloß da. Siehst du, und dann hier auf ein Treffen. Tot. Instant. Hat mich jetzt einer angeschrieben? Du kannst das, das wir die ganze Stadt. Ach, deine haben? Frau ist hier im Duo-Raum. Echt? Ach, spielt sie dann mit dir, oder? Der Duo-Raum ist aber für zwei Leute. Hat sie sich jetzt hergestellt und hört uns zu? Das kann sein. Ach, sie sagt gerade, sie ist Admin. Sie kann hier einfach rein, egal ob das Ding nur für zwei Mann ist. Cheater. Nee, ich glaube nicht, dass sie mit mir spielt. Sie ist erkältet. Warte mal kurz. Ach so, schade. Ich dachte, ich hätte einen gehört. Nee, es bin ich gewesen. Nee, Auto. Achso. Ich höre schon wieder Dinge, die nie sind. Ja, sie sagte mir bloß gerade, sie guckt uns halt zu und will mich nicht doppelt hören. Deswegen ist sie drin und dann kann sie dich live mithören. Ach so. Und sonst hört sie mich halt immer doppelt. Okay. Oh, noch ein Zweierscope. Das nehmen wir dir noch weg. Plop. Gib mir doch mal hier die schicken Dreier-Sachen, die hier versteckt sind. Naja, die suche ich auch gerade noch. Wir haben die ganze Stadt durchgelootet und keine drei. Hast du gehört? Ja. Es hat geschossen, hinter uns. Aber relativ weit weg noch, oder? Es klang so, hier liegt noch eine M4. Noch eine M4? Eine M16, sorry. Mach mir doch nicht so eine Hoffnung. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo die Zone ist. Ich warte mal kurz ab, wo sich die hin entwickelt. Ich muss kurz hier noch was antworten. Wir sitzen noch genau an der Kante. Ja. Aber lieber auf den Berg schon mal hoch? Ja, wäre vielleicht gar nicht so doof. Ja. Aber vielleicht hier hinten in der Deckung. Hast du noch irgendwas für SR-Attachments? Nur an meiner SR schon dran. Okay, weil ich habe nichts gefunden. Also ich habe auch bloß ein erweitertes... Oh, noch ein Viererscope. Geil, das wollte ich noch haben. Oh, Mündungsfeuerdämpfer. Na, immerhin. Das ist cool. So, jetzt lasse ich das Zweierscope hier liegen. Scheiß drauf. Ich wollte nämlich noch auf meiner Dings... Ja. Noch ein Scopo haben. Ist hier echt noch Häuser, die wir nicht haben? Da liegt ein Magazin. Ja, das habe ich alles. Ja, scheint so. Das einzige, wie gesagt, ist für die SKS. Brauchst du das? Ich habe keinen nichts gemacht, nein. Da hat ja gerade was geknallt, oder? Nö. Also okay. Ich habe nichts gehört. Okay. Boah, ich hasse diese Barrikade hier. Hier komme ich immer nicht rüber über den Schrank. Ja. Wir müssen mal gucken, wo der Drop landet. Also ab jetzt wird's kritisch, ne? Ja. Joa, da in die Richtung, wo wir hinwollen. You blocked me. Ja, wollen wir hier rechts hoch? Wollte gerade sagen, das beim Blocken passiert mir regelmäßig. Naja, ist nicht schlimm. So. Kommt davon, wenn man nach hinten guckt, wer nach vorne läuft. Das freut mich sehr, dass ich gerade auf beiden Waffen Viererscope habe, muss ich sagen. Nee, ich habe ungern auf den Nahkampfwaffen Vierer drauf, weil ich dann in dem Moment, wenn der dicht vor mir steht, mit dem Vierer zoome und... Ich entgehe diesem sehr close Combat relativ gut.
Wollen wir direkt weiter einen Hügel, oder? Vielleicht ganz schlau. Ja. Ich meine, ich bin zwar ganz gerne eher am Rand der Zone, aber aktuell ist ja noch relativ groß. Jo. Und irgendwo hier vor uns ist der Drop. Okay, gucken wir mal. Aber ich glaube noch hinter dem nächsten Hügel. Also hinter der Kuppe noch. Ja. Okay, vor uns. Mhm. 22 Mann noch, 20 gegen uns. Was ist das hier für eine Hütte? Die habe ich auch noch nie gesehen. Die ist aber taktisch gar nicht so uncool. Nee, definitiv. Die Schüsse kamen aber aus Richtung vom Drop. Warte mal kurz. Wie groß ist denn die Zone noch? Okay. Wir dürften gleich ziemlich am Rand sitzen, hoffe ich. Hier liegt noch ein Zweierhelm, falls wir angeschossen werden. Gut. Gut zu wissen. Willst du jetzt weitergehen oder bleiben wir erstmal? Mir eigentlich ziemlich egal. Hier liegt noch ein schnell zu euch. Ich würde mal kurz warten. Wollte gerade sagen, von der Position sitzen wir ja gar nicht mal so schlecht. Oh, es wird andere Straßenseite. Oh shit, okay, dann raus. Ja. Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Oh, jetzt ist auch noch das... Ne, damit hat keiner gerechnet. Oh, das ist auch noch da hinten. Die Frage, wie wir jetzt gehen wollen, ich trau den Häusern hier unten nicht. Die Häuser hier unten sind leer. Hier wird keiner drin sitzen. Ja, da oben, der Metallding da, der Schrottplatz. Junkyard, dieses, ja. Oben auf dem Berg. Ja, ich seh's. Haben uns gesehen, Südosten. Ich hab's gesehen. Nee, die haben uns nicht gesehen. Die haben uns nicht gesehen. Willst du schießen oder hin? Nee, hin. Laufen weiter Richtung S auf der Karte. Müssen bloß von rechts aufpassen beim Drop, wo die Schüsse herkommen. Ich würde links rumgehen, direkt. Mhm. Von links ins Ranhauen. Das ist schon 40, Alter. Ja, jetzt die letzte. Kurze Runde! Kurze Runde, wir stehen noch. So, jetzt müssen wir aufpassen, wir sind in der Zone. Aber die Typen sehe ich nicht mehr. Okay, die fighten gerade da oben. Oh, gefällt mir hier gar nicht. Nee, ich weiß. Gehen wir jetzt zwischen die Steine? Ich geh mal hier links raus. Mhm. Pass aber von hinten auf, ne? Von hinten wird auch noch was kommen. Von hinten kommt aktuell die Zone. Ja, klar. Aber ich glaube nicht, dass alle schon drin sind. Ich sehe zumindest aktuell noch niemanden. Muss erstmal rankommen. Wir sind nämlich am kurzen Rand der Zone. Mhm. Ah, du bist da, okay. Okay, wir müssen jetzt von hinten an die eigentlich ran. Na, eigentlich über unten hier, ne? Echt? Ich würde eher von links rumkommen. Weiter. Warte mal. Also die hier... Auch
Ich dachte bloß, ich hätte, ja, ist okay, wir gehen mal hier lang. Ich dachte bloß, ich hätte von unten was gehört. Okay. Weil die schießen nämlich hier direkt vor uns hinter diesem anderen Hügel, der jetzt hier vor uns kommt. Ja. Wollen die hier komplett links rum, oder? Ein Stückchen, ja. Weil die müssten wir wegholen direkt hier am Hügel eigentlich. Ja. Wo auch immer die hier sind. Weil die Schüsse kamen doch von hier. Oh shit, die Kirche ist auch noch drin, ne? Oh Gott, links, oh. Vorbei, bin tot. Okay. Mit der Karte war nichts zu machen. Scheiße, schade. Gut. Ich versuche noch weiterzukommen. Ich guck noch. Ah, bei Strommast. Der hat mich dort am Baum gesehen. Da unten ist noch ein Bus. Der kann gut als Deckung genutzt werden. Oh, hier ist irgendwo einer ganz close mit einer Schallgedämpften. Ach, Vorsicht, du weißt, wo ich gestorben bin. Ja. Hinter dir. Ja, hinter dir. Ja. Yeah. Ach, da oben. Die looten mich gerade. Den kannst du gerade voll um. Hat leider Granate. Ja, da war es zu spät. Ach, verdammt. Schade. Na gut. Jo. Dann bereite ich mich jetzt auf das andere vor, was heute noch folgt. Und ich wünsche dir noch viel, viel Spaß. Ja, wie lange geht das bei dir da immer? Bis um 10 meistens. Ach, okay. Ich guck mal, ob ich da noch frisch bin oder irgendwas. Ja, sag ich, wenn du Bock hast, kommst du einfach wieder zurückhüpft. Alles klar. Ciao. Ich sag mal, bis später. Jo, ciao. Ciao. Gut, dann machen wir halt ein bisschen Solo weiter. Oder hat er sich auf dem Discord noch jemand gemeldet? Ich glaube nicht, ne? Gut, dann halt Solo. Dann holen wir halt im Solo noch ein Dinnerchen. Hmm.